So. So, Ladies and Gentlemen, wir sind heute mal wieder beim Kevin zu Gast, ne? Wie auch schon die letzten paar Mal. Ich bin ein bisschen angeschlagen heute, ich war heute schon schwer am Arbeiten mit dem Fabian seit heute Morgen. Wir haben heute den Porsche komplett lackiert. Aber der Kevin ist auch schon seit heute Morgen hier schwer am Arbeiten. Ja, um was wird es heute gehen? Heute geht es um zwei Themen, und zwar einmal um das Thema Ladeluftkühlung, Ladeluftsystem, und einmal um das Benzinsystem. Da wollen wir mal ein bisschen mit Bezug auf uns und Golf hier auf Direkteinspritzung eingehen, Saugrohreinspritzung und halt noch ein bisschen was zum Thema Ladeluftkühlung erzählen. Ja, fangen wir am besten mal an mit unserem Golf. Da haben wir mittlerweile den Motor eingebaut, das alles ein bisschen komplettiert, also die ganzen Anbauteile alle dran gebaut, Ansatzbrücke, Turbolader, alles soweit komplettiert im Prinzip, dass wir jetzt nur noch die Hochdruckpumpe installieren müssen und eben das Frontpaket zusammenbauen müssen. Im Frontpaket müssen wir natürlich auch was ändern. Und was müssen wir ändern? Den Ladeluftkühler. Aus folgendem Grund. Der serienmäßige Ladeluftkühler, den hole ich jetzt mal, den zeige ich euch mal. Ist ja dieses gute Stück. Ist recht klein, also von der Fläche her natürlich genauso wie der groß wie unser neuer, aber von der Dicke her ziemlich dünn. Und hat hier halt eben Plastikkästen, die halt hier an der Stelle auch gerne undicht werden. Da wir jetzt natürlich mehr Leistung fahren mit einem anderen oder geupgradeten Turbolader, brauchen wir hier auch eine größere Kühleffizienz. Daher haben wir jetzt einen anderen Ladeluftkühler hier. Der ist von der Firma Wagner Tuning, aus Vollaluminium. Kästen und so weiter ist auch alles Guss. Man hat hier also nicht das so verpresst wie beim Serienladeluftkühler, sondern fest verschweißt. Dementsprechend ist es natürlich hier schon mal stabiler. Und das Netz ist auch vom Volumen her größer. Das heißt, die Größe an sich, also die Frontfläche ist gleich, aber die Dicke ist halt größer wie bei uns im originalen Ladeluftkühler. Dementsprechend können wir unsere größeren Luftmassen, die jetzt mit dem Upgrade-Turbolader eben entstehen, besser runterkühlen. Bei so Thema Ladeluftkühler gibt es einiges zu beachten. In unserem Fall jetzt war eigentlich das Thema, das muss man mal sagen, recht easy, weil wir können das Serien-Ladeluftsystem als solches erhalten. Also wir bauen jetzt keine anderen Rohre da ein mit anderen Querschnitten oder sonst irgendwas, sondern ändern lediglich den Ladeluftkühler. Das Ganze ist auch Plug and Play, also ihr habt hier schon alle Aufnahmen an dem Kühler mit dran, für vorne Klimakühler, hinten Wasserkühler und auch hier diese Aufnahme für diese Gummilagerung und so weiter, auch hier unten die Führung, alles dran. Wird auch alles mitgeliefert an Anbaumaterialien, was ihr so braucht. Das habe ich hier mal ein bisschen aufgebaut. Da gibt es nämlich auch noch so zwei, drei Sachen zu beachten. Dazu kommen wir später hier. Ihr habt die ganzen Schläuche dabei. Die sind auch stabiler wie die Serienschläuche. Also die weiden sich nicht so sehr. Weil wenn sich die Schläuche weiden, hat man natürlich auch wieder Verluste. Ihr habt die Schellen dabei. Ihr habt alle Adapter dabei, die ihr benötigt. Weil, hier ist nämlich sehr wichtig, original hat das Fahrzeug, kann ich euch mal zeigen, hier unten, im Prinzip eine bewegliche Ladeluftrohrhalterung. Also sprich, hier kommt ein O-Ring rein, der ist auch extrem wichtig. Am besten immer neu machen und den auch nie vergessen. Komme ich gleich dazu, warum der so wichtig ist, weil dieser dichtet euer Ladeluftsystem dann ab und die Spange setzt sich im Prinzip hier dahinter. Das heißt, das Ganze hat man deswegen gemacht. A, man hat keine Schläuche mehr, die wegfliegen, und B, es ist trotzdem beweglich, das Ganze. Jetzt nochmal zu dem O-Ring. Also ich hatte schon Fälle, da haben die den O-Ring vergessen. Okay. Und habt ihr das Problem, dass der Motor dann Falschluft zieht. Also das Auto fährt ganz normal, so, aber wenn ihr jetzt im Teillastbereich zum Beispiel fahrt, dann, also Halbgas und so weiter, dann hat der Motor immer eine unkontrollierte Menge Falschluft. Und dementsprechend muss die Lambda-Sonde regeln, muss sehr viel regeln, und dann geht die Motorkontrolllampe irgendwann an. So, und deswegen ist es ganz wichtig, der O-Ring wird nämlich nicht mitgeliefert, dass man den, hier habe ich den, einmal immer neu am besten kauft, weil das Gummi natürlich mit der Zeit auch porös wird, spröde wird, und den dann dementsprechend auch hier nicht vergesst zu montieren. Wir setzen den da meistens noch mit ein bisschen Vaseline ein, dass der halt immer schön geschmeidig bleibt. Und dann wird das Ganze hier im Prinzip in diesem Schlauch hier ganz normal mit einer Schlauchstelle dann eben befestigt. Schön bis zum Anschlag drauf, und dann kommt hier eine Schlauchstelle und ihr könnt euer Schlauch adaptieren. Das ist immer extrem wichtig. Ansonsten sind auch alle Schrauben und so weiter dabei, die ihr braucht, weil original sind das solche Plastikschrauben. Hier ist es natürlich jetzt metrisches Gewinde, M6, Innenkühler drin, und Einbauanleitung und TÜV-Gutachten gibt es natürlich auch. Das heißt, ihr könnt diesen Ladeluftkühler auch ganz normal abnehmen lassen, per 19.3 Abnahme dann. So, jetzt nochmal zu dem Thema Schubumluftventil. Kamen ja einige Fragen auf und so weiter zu den Geräuschen, die sowas macht. Also ich habe hier erstmal einen Serienschubumluftventil von einem 1.8 Turbo, 150 PS, 180 PS, 225 PS. Das ist eine geschlossene Version. Das heißt, die überschüssige Luft strömt kontrolliert durch dieses Ventil durch und wird dann wieder in euren Ansaugtrakt zurückgeleitet. Dabei entstehen keine Geräusche, also ihr hört dieses Ablassgeräusch nicht.
oder beziehungsweise nur ganz gering und ist eigentlich so in jedem Serienauto verbaut. Das Ganze ist hier nochmal mit Unterdruck und Überdruck beaufschlagt, um das dann eben noch zu unterstützen oder zu entlasten, je nachdem, ob es jetzt aufmachen soll oder zumachen soll. Jetzt kommen wir zu den Motorsport-Varianten, will ich sie mal nennen. Die offenen Schubumluftventile. Ist im Prinzip das Gleiche. Vom Funktionsprinzip her soll die überschüssige Luft, wenn ihr vom Gas geht, ablassen. Das Ganze ist dann so, geht nicht zurück in den Ansaug, sondern wird einfach hier, dieser Kolben schiebt sich auf und dann wird das in die Atmosphäre abgelassen. Das ist jetzt hier von unserem Brennauto. Weil wir halt hier auch extreme Luftmassen abführen müssen, ist das auch dementsprechend groß. Ne? Wenn man jetzt hier so die Größeverhältnisse vergleicht, ist das schon ein bisschen ein Unterschied. So, jetzt kam ja dieses Zwitschergeräusch. Kam ja der ein oder andere Kommentar dazu auf. Also dieses Zwitschergeräusch entsteht eigentlich dann, wenn ihr entweder ein Zwei-Kolben-Schubumluftventil fahrt, also nicht nur mit einem Kolben, der oben runter geht, sondern mit zwei, sowas gibt es auch. Oder aber, wenn ihr gar kein Schubumluftventil fahrt, dann staut die Ladeluft zurück bis zum Verdichtergehäuse und wird dann eben über das Verdichterrad abgebaut, was dann dieses Zwitschern erzeugt. Das hat man zum Beispiel so gemacht beim S1 Walter Röhrl zu diesen Zeiten und so weiter. Der ist kein Schubumluftventil gefahren und deswegen gab es dann immer diese Zwitschergeräusche. Ist aber für den Turbolader nicht ganz so gesund, also sollte man auf jeden Fall nicht machen. Deswegen auf jeden Fall immer ein Schubumluftventil verbauen. Ob offen oder geschlossen, ist euch überlassen. Wichtig ist nur, dass der Durchmesser von dem Kolben dementsprechend groß dimensioniert ist, dass er eure Luftmaßen auch abführen kann. So, ja, das ist erstmal zum Thema Ladeluftsystem von unserem Golf. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf die Motorsportebene. Und zwar haben wir hier. Hallo, ich bin auch da. Den Corrado von einem guten Freund von mir. Hier haben wir auch das Ladeluftsystem komplett selber gebaut, weil für das Fahrzeug gibt es natürlich so nichts. Das machen wir immer wie folgt. Wir kaufen immer einzelne Bögen in Aluminium oder Stahl, wie auch immer, und setzen dann die Bögen aneinander. Ne? Meistens 90-Grad-Bögen und schneiden die uns dann so zu, dass wir unseren entsprechenden Winkel halt eben erreichen, um halt eben den Verlauf so zu machen, dass der halt ja, optimal ist. Ganz wichtig ist in dem Fall noch eins. Viele denken immer, je größer der Ladeluftkühler, desto besser ist das. Stimmt so nicht. So groß wie nötig, so klein wie möglich, weil das ganze Volumen hier von eurem Ladeluftsystem muss ja immer erst mit Ladeluft gefüllt werden. Das heißt, in dem Moment, ihr fahrt, geht aufs Gas, der Turbolader fängt an zu arbeiten. Bis die Luft im Endeffekt hier angekommen ist, vergeht ja eine gewisse Zeit. Und je größer das Volumen ist, desto länger ist diese Zeit. Dann spricht man auch vom Ansprechverhalten. Das heißt, man sollte wirklich hergehen und sollte sich da Gedanken machen, wie groß die Rohrquerschnitte sein müssen, um halt wirklich, wenn es zu groß ist, ist das Ansprechverhalten zu spät. Wenn es zu klein ist, ist der Volumenstrom nicht gewährleistet. Da gibt es so ein paar Faustformeln. Also sagen wir mal hier, das Ladeluftsystem jetzt für die 800 PS gebaut. Ne, also das Auto soll mal 800 PS haben auf Sprit irgendwann einmal. Jetzt haben wir noch ein bisschen kleineren Turbolader drauf. Aber wir haben das alles schon so konstruiert und das hat jetzt einen Durchmesser von 63,5. Damit gehen ohne Probleme 800 PS. Ne, also nur mal so vom Gefühl her, ist eigentlich nicht groß. Ne? So, bei unserem Rennauto sind es 1200 PS mit 76 mm. So, also hier auch wirklich darauf achten, nicht zu groß bauen, nicht groß ist gut, auf keinen Fall. Ne, sondern wirklich nur so groß wie nötig. Dann Ladeluftkühler. Hier ist es so, den Ladeluftkühler haben wir so als solches selbst gebaut. Also selbst gebaut haben wir natürlich nur diese Kästen. Und das Netz haben wir gekauft. Das ist jetzt von der Firma Setrap. Die sind von der Kühlleistung halt extrem gut. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, wie die Netze aufgebaut sind. Es gibt Bar-and-Blade-Netze, Tube-and-Fin-Netze und so weiter. Das ist eigentlich nur der innere Aufbau vom Netz. Also sprich, wie die Luft da umgelenkt wird. Ne? Problem ist natürlich auch folgendes. Jetzt ist es so, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, ist mein Ladeluftkühler direkt in der Front oder ist noch was davor? Wie gut wird er angeströmt und so weiter? Und dementsprechend sollte man auch das Netz wählen, weil wenn der Ladeluftkühler, so ein Ladeluftkühler, wo die Luft viel umgelenkt wird, hat natürlich den Vorteil, er kühlt gut, weil logischerweise die Luft verweilt ziemlich lang in diesem Netz. Hat aber auch einen Nachteil. Es hat einen sehr hohen Verlust, also sprich, die Luftmasse, die hier ankommt, ist nicht gleich der Luftmasse, die hier rauskommt. Also ihr habt einen Druckverlust, ne? Meistens so um 0,3 Bar. Und wenn ihr jetzt halt eben ein Netz habt, was ja, viele Turbulatoren hat und sowas, kühlt das natürlich gut, aber ihr habt auch gleichzeitig einen großen Verlust. Deswegen auch wirklich darauf achten, auf den Anwendungszweck, wo wollt ihr euren Ladeluftkühler montieren oder wie gut wird er angeströmt und dann das Netz wählen. Ja, und natürlich, wenn ihr sowas selber bauen solltet, das Ganze dann auch abdrücken. Also wir drücken das dann ab und tauchen das ins Wasserbad, um halt zu sehen, ob das alles schön dicht ist. Ja, hier auch wichtig, wenn ihr das Schubumluftventil positioniert, in dem Fall hier ist das sogar ein Ventil, was offen und geschlossen gefahren werden kann.
Also ihr könnt jetzt genauso einen Schlauch dran machen, der jetzt wieder in euren Ansaug zurückgeht. Ist natürlich in unserem Fall jetzt bei dem Fahrzeug nicht nötig. Also wir lassen das einfach ins Freie, die Luft, und haben dann eben ein offenes Schubumluftventil. Vom Geräusch her macht das einfach nur tsch. So. Wenn wir jetzt gar keins fahren würden, würde das so zwitschern, weil sich die Luft dann eben hier zurückstaut bis zu dem Turbolader und dann über das Verdichterrad eben abgebaut wird der Druck. Dann zwitschert das. Die Position von diesem Schubumluftventil immer so nah wie möglich hinter der Drosselklappe machen. Weil, wenn die Drosselklappe schließt, muss ich dann die Luft dementsprechend nicht so weit zurückstauen. Also sprich, die Luft kann direkt unmittelbar nach der Drosselklappe abgelassen werden und euer Ladeluftsystem ist dann sozusagen entlastet. Es gibt natürlich auch, man kann das natürlich auch noch ein bisschen optimieren. Also so ein Ladeluftsystem, einmal natürlich durch das Netz, das habe ich ja eben schon erklärt. Es gibt aber auch eine andere Variante, die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier zufällig gerade da, das ist ein 1.8 Turbo Audi S3, bisschen modifiziert. Fahrzeug leistet so um die 450-500 PS, aber soll jetzt nicht das Thema sein. Das Thema hier ist eine Wassermethanolkühlung. Und zwar, aber auch noch mal kurz noch mal dazwischen zu greifen. Ihr seht ja auch hier, das Auto leistet 500 PS und der Durchmesser hier ist auch relativ gering, aber es reicht vollkommen aus. Also es ist jetzt nicht nötig, hier ein riesen Rohr zu montieren. Was aber das Auto besonders macht, oder was an dem Auto halt eben besonders ist, ist die Wassermethanolkühlung. Und zwar wird hier kontrolliert Wasser-Methanol-Gemisch oder auch nur Wasser, je nachdem, was man halt eben in diesen Behälter reinmacht, eingespritzt, was zusätzlich noch eure Ladeluft kühlt. Das heißt, ihr habt ja hier beim Turbolader-Ausgang im Prinzip eure höchste Ladelufttemperatur. Dementsprechend haben wir hier eine Wassermethanol-Düse, die dann je nach Ladedruck, das kann man dann programmieren, das sind so komplette Kits, da ist alles dabei, Düsen, Steuergerät und so weiter, und kann das dann eben programmieren, dass es als Beispiel bei 1,5 Bar jetzt so und so viel Einspritzmenge haben soll. Hier in dem Fall sind zwei Düsen montiert, einmal eine direkt vor dem, nach dem Ladeausgang und eine noch vor der Drosselklappe. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, eure Ladeluft ist ja ziemlich warm, also wir haben hier locker über 100 Grad und dann kommt euer Wassermethanol, im Prinzip ist das wie eine Einspritzdüse, wird eingespritzt, das Wasser kühlt die Luft runter und das Methanol auch. Ihr könnt aber auch gleichzeitig das Methanol noch nutzen, um eure Klopffestigkeit vom Kraftstoff anzuheben. Das geht natürlich auch, das heißt, um dann ein paar Grad mehr Zündung zu fahren. Wir setzen jedoch die Systeme meistens nur zur Kühlung ein. Gibt aber auch wirklich Anwendungsfälle. Gerade im Direkteinspritzbereich, möchte ich dann später noch mal ein bisschen drauf eingehen, kann man das auch nehmen, um halt eben noch mal ein bisschen mehr Kraftstoff dem Motor zuzuführen oder halt eben noch mal die Klopffestigkeit noch mehr anzuheben von dem Kraftstoff durch das Methanol, weil das hat eine extrem hohe Klopffestigkeit. Gibt es mehrere Hersteller dazu auf jeden Fall, ist aber die Funktionsweise von diesen Systemen ist eigentlich immer dieselbe. Wo es auf jeden Fall auch noch angebracht ist, sowas, wenn ihr aus platztechnischen Gründen keinen größeren Ladeluftkühler verbauen könnt. Oder halt auch, wenn ihr die Ladeluftkühler nicht tauschen wollt. Beispiel Audi RS6 V10, was wir da hatten, macht sowas auf jeden Fall auch Sinn, weil man ist natürlich von dem Platz her ziemlich eingeengt bei solchen Fahrzeugen. Großer Motor und so weiter. Ja. Gut, das wäre es auf jeden Fall erstmal zum Thema Ladeluftsystem. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Netz. Ja. Wie wird denn das geliefert? Ist das an der einen Seite ist da eine Platte dran? Oder? Also das ist dann einfach, ich kann es euch kurz zeigen. Bekommt also das sind jetzt nicht diese einzelnen Lamellen? Nee, um Gottes Willen. Ihr bekommt das Netz komplett geliefert in verschiedenen Stärken, also Höhe und Breite, das müsst ihr euch dann aussuchen. Und im Prinzip ist das dann hier, das also hier, wo wir den Kasten angesetzt haben. Ja, Sozusagen, ihr müsst euch das wegdenken und das ist das, ihr bekommt dann nur das einzelne Netz und könnt dann hier sind so Bleche, die sind umgekantet und könnt dann hier euren Kasten ansetzen. Gut, dass du nochmal gefragt hast, fällt mir noch was ein, hatte ich nämlich auch schon. Ihr seht ja hier, dieser Kasten, wenn ihr den selber bauen solltet, ist es immer wichtig, dass das alles ein bisschen, sage ich mal, harmonisch ist. Es würde jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt hier den Kasten nur so breit machen würde und nach oben noch schmaler. Weil es ist natürlich auch immer wichtig, dass die Luft sich gleichmäßig hier verteilt. Sprich, dass ihr alle Kanäle von diesem Ladeluftkühler auch nutzt. Ich hatte auch schon Fälle, da haben die Kästen viel zu klein gemacht. Ne? Und dann hat man natürlich das Problem, dass der Ladeluftkühler nur bis zu einem Drittel oder bis zu zwei Drittel nur durchströmt wird, effektiv. Und dementsprechend dann nutzt er gar nicht den kompletten Ladeluftkühler. Bei unserem Ladeluftkühler für unseren Golf ist das zum Beispiel auch so. Ich muss jetzt mal schauen, in dem Kanal hier sieht man es. Ich drehe das mal zu dir. Da hat man hier sogar ein Luftleitblech eingesetzt, wo die Luft nochmal umgelenkt wird, dass sie sich auch wirklich über die ganze Breite von dem Netz halt eben verteilt.
Das ist auch extrem wichtig, weil sonst könnt ihr auch einen halb so großen Ladeluftkühler verbauen und habt die gleiche Kühlleistung. Sucht sich einen Weg des geringsten Widerstands. Genau, also die Luft ist natürlich immer bestrebt, die strömt hier rein und will natürlich unmittelbar immer hier so durch. Deswegen hat man hier noch ein Luftleitblech gemacht, dass die auch noch hier oben nach hier oben abdriftet und dann auch die oberen Kanäle komplett von dem Kühler durchströmt. Ne, weil natürlich hier ist auch der Fall, ihr seht selber, es ist ziemlich eng hier oben. Aus platztechnischen Gründen natürlich. Das Ganze muss ja an unsere Front reinpassen, unsere Frontmaske. Und dementsprechend hat man sich dann Gedanken gemacht und hat hier noch ein Luftleitblech gesetzt, dass auch wirklich der ganze Kühler dann durchströmt wird. Ist auch auf jeden Fall wichtig, dass das so ist, weil sonst würdet ihr den ganzen Kühler nicht ausnutzen. Okay. Ja, das war es im Prinzip erstmal zum Thema Ladeluftkühler. Ja, nimmst du noch auf? Ich nehme wieder auf, ja. Gibt's doch nicht. Der Kevin hört nicht gern aufzureden, wie ihr schon gemerkt habt in den letzten Videos, gell? Deswegen bin ich dafür zuständig, das jetzt hier abzubrechen. Also nicht abzubrechen, aber das Video ist somit beendet, würde ich sagen. Ne? Also das war jetzt alles zum Thema Ladeluftsystem. Und beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit dem Benzinsystem. Benzinsystem. Genau. Machen wir nämlich jetzt direkt weiter, das wisst ihr aber gar nicht. Ne? Alles klar, bis später. Ciao. And I don't know where I'm gonna go, but I don't care. I'm on the road. Never been a perfect soul, but I